Ja, für die, die mich nicht kennen, mein Name ist Waltraud Ehlert. Ich bin des Ruhrgebiets, ich würde sagen, bekannteste Reinigungsfachkraft mit Klipperdiplom, Sicherheitscheck und silberne Putznadel und bin ein echtes Bochumer Mädchen. Nicht? Und ich wurde quasi auf Küchencouch geboren, also ich bin Hausgeburt, ne? Nicht aus, Haus. Aus kam erst später und jetzt habe ich mich sogar noch verfahren hierher, weißt du? Aber der Thomas hat gesagt, der ist schon auf der verkehrten Bahn, ich war im verkehrten Bad, aber wir sind ja alle hier gelandet. Ne? Das ist ja schon mal gut. Den Sekt, den es hier gibt, das kann ich auch mal sagen, der ist mit ohne Umdrehung. Den könnt ihr also trinken, wenn ihr Sekt mögt, ohne dass euch die Polizei anhält und sagt, wann hast du dir den Kanal vollgeschossen. Ne? Das funktioniert also. Und wir sind natürlich hier für die Eröffnung von das Schwimmbad. Und ich glaube, jeder, der mal geguckt hat, sagt, wow. Ne? Also das ist jetzt, wie soll ich sagen, das Modernste, was wir in Bochum haben. Gut, das Grün ist noch nicht so grün, wie es werden soll, aber kann man sagen, die haben sie echt reingehängt hier, oder Frau Carmen? Die haben hier geschackert bis in die letzte Minute. Da muss man... mit der Nagelschere noch alle beigeschnitten und als Maulwurf gewühlt und da alles reingekriegt. Und ich finde, das ist wirklich super schick geworden. Gut, hier mit den Fugen, da hätte ich ein bisschen anders gemacht. Unser Vater war Fliesenleger. Da ist jetzt, weißt du, wenn du mit kleinen Blagen, hier war gerade ein Kerl, der hatte so ein kleines Kind auf dem Arm, wenn das jetzt mit den nackten Füßen, da könnte schon mal, oder du weißt, wie die Puzzlacken sind, die lassen was fallen und dann fällt das hier in eine Ritze und ich kriege es nicht mehr raus. Dann, dass die Wege so schön hell sind, also ohne Dreck, kann man hier die Damen danken, die haben heute Morgen noch den Besen geschwungen, wie die Irren. Gut, da ist jetzt hier, die Blondine ist ein bisschen schüchtern, da müsst ihr vorsichtig sein mit ihr. Das ist schon ganz, ja, die ist mir ähnlich. Ich habe ihr in die Augen geguckt und da wusste ich direkt Bescheid. Nicht? Und ich persönlich bin da sehr empfehlenswert drüber, dass wir jetzt so ein Schwimmbad überhaupt haben. Nicht? Denn ich meine, guck mal, hier kannst du deine Bahnen ziehen und wir haben hier auch Wellness. Ne? Da kommt so ein Blubberding raus, da musst du nur wissen, wann es blubbert. Wir beide haben schon gesprochen, wir haben unsere Badesachen vergessen. Und ich habe gesagt, wir ziehen uns nackend aus, gehen da rein. Ich umarme ihn, dann sieht man von ihm vorne nichts. Und er macht seine Arme auf meinen Rücken, dann habe ich da Haare. Ne? Also man muss natürlich auch irgendwie miteinander arbeiten. Aber vor allem finde ich, der Faktor von wegen Wellness und Spaß und draußen und Schwimmen lernen, ne? Der ist hier wirklich zu 100% gegeben. Guck mal, wie viele Blagen heute nicht mehr schwimmen können, da packst du dich an den Kopf. Ich meine, wir haben wir doch jetzt vor einigen Wochen gehabt, ich wohne doch da, wir haben doch Hochwasser gehabt. Jetzt bei uns unten in Dahlhausen, da kam der Rohr von der einen Seite und da kam der von der anderen Seite, also das ist eigentlich ein Bach, aber dann war er Fluss. Wenn du da die Blagen hast und die können nicht schwimmen, ne, was machst du dann bei den Hochwasser? Also das muss man ja überlegen, dass man diese Sachen auch im Blick hat. Ne. Wir haben ja damals alle noch, ich weiß nicht, wie ihr schwimmen gelernt habt mit Opa und Oma, oder Onkel und Tante. Und bei mir hat der Opa immer wieder weiter Luft aus den Reifen gelassen. Ich hatte so einen Schwimmring und ich konnte schwimmen, aber ich hatte Schiss. Und da hat er immer die Luft rausgelassen und da bin ich geschwommen und war gar kein Problem. Und irgendwann hat der Opa gesagt, guck mal, du kannst ja alleine schwimmen, da ist ja gar keine Luft mehr drin. Und dann bin ich abgesoffen, weil da wusste ich es ja. Und in dem Moment ist es zu spät. Dann haben wir heute, ihr kriegt nachher noch hier diese Synchronschwimmerinnen. Wenn ihr die seht, wunderbar. Nicht? Also Issa Williams im Modern, kannst du sagen. Ganz lange Beine, so hoch ausgeschnitten. Ja, muss nicht so gucken, die sind unter Wasser, das siehst du nicht. Nicht? Und das ist ja eine Sportart, die du zum Beispiel auch nur machen kannst, wenn du genügend Schwimmbäder hast. Nicht? Die haben allerdings diese Präservativbadekappen. Die anderen fand ich hübscher früher, nicht? Mit diesen Blümchen dran und dem Kinnriemen. Die kann man aber noch bei E-Bike, ja, ist doch viel schöner. Gut, da musst du gucken, dass du die sauber kriegst, nicht? Diese Präservative kaufst du neues und fertig. Das nimmst du ja sonst zu Hause auch nicht ein zweites Mal, oder? Nee, da wollte ich gar nicht hin. Entschuldigung. Manchmal rutsche ich im Kopf einfach aus. Früher hat man die ja auf dem Besenstiel getrocknet, um die dann nochmal wieder zu benutzen. Die Badehauben, wo denkst du denn jetzt hin? Also, weißt du, das ist ja wirklich wahr, nicht? Also, wir haben hier eine Situation für uns in Bochum, die ja wirklich, ich will mal sagen, Aushängeschild ist, nicht? Wenn jetzt noch die Baustellen weg sind, dann kommen wir auch hierher.
Ne? Da würde man auch tatsächlich hierher kommen. Aber ich meine, heutzutage fährt man ja auch nicht mehr mit einem normalen Fahrrad, heute fährst du ja auch mit einem E-Bike. Ne? Heute können die Blagen weder richtig schwimmen noch richtig Fahrrad fahren. Ne? Das ist, ich habe jetzt noch einen Film im Fernsehen gesehen, da ging es um die Wirtschaftsjahre. Da hatte jeder ein Fahrrad und keiner hatte einen Motor drin. Die sind alleine mit dem Fahrrad, also mit der eigenen Muskelkraft sind die gefahren. Kannst du dir sowas vorstellen? Und sogar bergauf. Und hatten sogar noch eine Karre hinten dran. Bergauf mit der Karre, mit der eigenen Beine. Alter Schwede. Das waren Menschenmodelle. Die haben was geschafft. Und dieses Gebäude, hier haben wir gerade noch gesprochen, also das Hauptgebäude hier ist ja sogar aus den 30er Jahren. Da hast du mal gesehen, was die Leute wichtig war. Also schwimmen, rauskommen, Kontakt miteinander, das ist wichtig gewesen. Und dann ist es letztendlich heute auch noch. Und diese Pizzabude, da wollte ich mal fragen, da gibt es ja Pizzabrötchen. Wer hat die hierher bestellt, Frau Kamm? Kannst du mir das sagen? Die Frau Stefanie. Wo ist die Frau Stefanie? Ist die immer hier, geht's die Bude? Okay, das ist ein Ja, nicht? Das heißt, man muss jetzt nicht diese Pommes haben, die wir früher hatten. Ich sehe ja so ein paar Leute aus meiner Generation, die nicken jetzt. Diese Pommes, die man damals im Schwimmbad hatte, die sogenannten Schwimmbadpommes, da hast du nie genau gewusst, waren die vorher im Wasser und sind die warm gemacht worden oder ist das Öl von vor 3 Jahren? Aber wenn du viel geschwommen bist, dann waren die lecker. Das ist es. Ne? Gut, zwischendurch hat sich die Tüte da aufgelöst oder so, dann fielten die Pommes auf Erde, haben sich die Vögel gefreut. Ne? Heute gibt es Pizzabrötchen, vielleicht müssen die nicht vorher ins Wasser, bevor man die isst. Das könnte ja sein. Und was ist das Häuschen daneben? Wo ist Frau Stefanie? Jetzt ist schon wieder weg gerade. War sie hier? Jetzt ist sie da. Die läuft immer hier. Was? Eis? Bleibt das auch immer, Frau Stefanie? Nee, Eis bleibt nicht immer. Obwohl, also Blagen können im Winter ja auch immer Eis essen. Bleibt das hier im Winter auf, Frau Stefanie? Kommt auf den Winter an. Ja, wir haben ja jetzt Klimawandel. Ne? Dann haben wir auch mal treten hier die Wasser über die Ufer wahrscheinlich. Ne? Dann haben wir nicht Schwimmerbecken auf der Wiese. Das wäre natürlich auch noch mal eine Möglichkeit. Da hast du hier ganz, guck mal, der hat die ganze Zeit das Handy an. Du musst selber gucken mit den Augen. Wisst ihr, geht's schon, haben Sie schon Alzheimer, dass Sie da zu Hause noch mal, wenn die Olle fragt, wo warst du gewesen? Warte mal, muss ich mal eben nachgucken. Hier war ich im Schwimmbad mit der Walli, ne? Und dann kriegt die Alte dritt durch. Wieso warst du mit der Walli im Schwimmbad? Ne? Aber ich weiß, Sie sehen nett aus. Sie haben auch eine gute Figur. Ist mal beim Willi ganz anders. Gehen Sie schwimmen? Ja, machen Sie mehrere Meters? Sind Sie Brustschwimmer? Hier, Brustrücken, Delfin, Kraul, was machen Sie? Normal. Normal, was ist denn normal? Normal schwimmen. Normal schwimmen ist Brust? Ach so. Ich dachte, das andere ist auch normal. Ist unnormal? Gut, Delfin kann nicht jeder, dass er so aus dem Wasser kommt. Ich bin ja selber früher bei den freien Schwimmers gewesen. Und da haben wir noch im Stadtbad trainiert. Und da erinnern sich auch noch ein paar an das Stadtbad früher. Da gab es ein Frauenbecken und ein Männerbecken. Und oben drüber gab es die Milchbar. Und da konntest du im Schwimmbad sehen, ob du dich einladen lässt oder nicht, ob sich das lohnt. Ne? Wenn du den vorher in der Badehose gesehen hast, dann konntest du sagen, nee, ach, nee, ich muss nach Hause. Oder du hast gesagt, gerne, ich nehme eine Erdbeermilch. Ne? Und das Frauenbecken und Männerbecken hieß deshalb so, weil das Frauenbecken wärmer war und das Männerbecken kälter. Ne? Aber das war richtig kalt. Also, du bist ein Mann, du weißt, was kalt ist. Ne? Du hast auch trainiert. Hör mal, vielleicht haben wir beide mal Bahnen aneinander gezogen. Das könnte ja sein. Aber da hattest du noch nicht so einen komischen Bart. Ne? Da wirst du ja auch langsam, wenn du den immer durch das Wasser zieht. Das kostet ja Sekunden. Ne? Und damals gab es Männer, die da auch trainiert haben. Und heute ist ja Glatze modern. Ne? Also wenn einer keine Haare hat, dann rasiert er sich komplett den Kopf ab. Also die Haare. Und damals haben die dieses Kränzchen stehen lassen und das Kränzchen dann so rübergelegt. Also wachsen lassen und das kunstvoll auf den Kopf drapiert und mit Brisk angeklebt. Ne? So geht's, schwammte ich da in so eine Bahn und so ein Kerl neben mir. Ne? Und ich war Rückenschwimmerin. Ne? Schön, gut, heute könnte ich das nicht, das wäre auch, ich würde anders bremsen. Aber damals ging das, hör mal, und dann habe ich gedacht, ach du Scheiße, in Schwimmbad gibt es Quallen. Ja? Da
Da kamen nämlich von der Seite so Tentakel, die haben sich hier direkt über meinen Badeanzug gelegt. Da hatte sich die Frisur von dem Kerl aufgelöst und war quasi in meine Bahn rumgeschwommen. Ne? Das war eklig. Das war sowas von eklig. Ne? Das gibt es ja heutzutage. Nur wir haben ja jetzt auch schönes Haar. Das ist ja, da geht ja nichts fliegen. Sind Sie übrigens verwandt miteinander oder haben Sie Freunde und deswegen tragen Sie dieselbe Frisur? Ja, machen sonst Frauen immer nur, aber das ist schön, das freut mich, wenn Männer das auch machen. Also, trainieren Sie hier auch? Nee. Nee. Trainieren Sie woanders? Nee. Ja, Sie nicken, jetzt frage ich doch Ihren Kumpel da. Nee. Was machen Sie? Sind Sie Fahrradfahrer oder Sesselpupser oder was sind Sie? Fahrradfahrer. Ist ja, ja, elektrisch oder können Sie noch alleine? Ich kann noch alleine. Sie können noch, guck mal, wie der guckt. Haha, elektrisch, ich kann noch alleine. Ja, ja. Es ist eine andere Generation, wir haben das noch gelernt. Ne? Ja, ich hoffe, dass das hier jedenfalls in diesem Schwimmbad natürlich mit ohne Haare funktioniert. Holt ihr die dann raus aus dem Wasser oder was, wenn die mit so einer Matte? Du ziehst die an, dann, du säufst das leer, damit das Becken leer ist und dann können die nicht mehr schwimmen. Wenn man so einen Kerl hätte, ich auch mal gerne zu Hause. Hast du eine Frau? Die? Hör mal, nee, weißt du, sonst können wir mal tauschen. Du nimmst mal meinen. Der hat weniger Haare als deiner. Wir probieren mal aus, was besser ist. Wer das ne? Möchtest du nicht? Ja, da reden wir gleich mal in Ruhe drüber. So, bevor jetzt, ich glaube, du kommst jetzt gleich, Herr Thomas. Ne? Pass auf, Herr Thomas, aber bevor du kommst, ich habe euch noch ein passendes Lied mitgebracht. Ich habe gedacht, ich mache noch mal schön. Welches soll ich dieses nehmen? Das ist so nett, der Herr Kai, der betreut mich heute. Ne? Von hinten, von vorne, von der Seite. Ne? So, pass auf, ich sag dir gleich, wann du auf Blä drücken sollst. Ne? Da muss man ja auch, jetzt muss ich das Mikro ausmachen, sonst piept das. So, jetzt kann ich das wieder anmachen. Jetzt gehe ich um die Ecke. Herr Thomas, so viel Zeit hast du noch, ne? Ja. Ja, das finde ich super. Ich meine, du kennst das Programm ja auch, du weißt ja auch, wie das geht bei mir. Ja, du bist super gewählt, ne? Ja, gut, jetzt. Ich meine, du bist ja auch Bochumer Junge, da weiß man ja sowieso, du musst ja auch mit den Bürgers umgehen als Oberbürgermeister. Ich meine, auch wenn du die Scheiße findest, darfst du ja nicht sagen. Ja, du musst ja immer ein nettes Gesicht machen. Ja, das ist eben das Käsige, wenn du in der Politik bist. Du musst ein nettes Gesicht machen, ganz egal, wie blöd das ist für dich. So, pass auf. Das mache ich jetzt hier hin. Dann mache ich so. Du, Herr Kai, du musst die ersten Takte laut machen und dann kannst du leiser machen. Mach mal auf Blä. Ich höre nichts. Affrontieren dürfen und deine Oberweite messen und alle anderen Männer vergessen. Ach, lass dich einmal nur berühren und deine schlanken Hüften spüren für einen Kuss auf deine Sohlen. Möchte ich dein Pantoffel sein? Ich hoffe, Sie haben heute ganz viel Spaß und Sie freuen sich an dem, was sich tatsächlich hier ergeben hat. Es ist die Maske ab, damit du atmen kannst und fotografieren, nicht? Ohne dass deine Linse beschlägt. Wer von euch hat eine Badehose mitgebracht? Ab 13 Uhr ist Schwimmen erlaubt, wer eine Karte gezogen hat. Gehst du schwimmen? Heute nicht. Lass mich in deinem Sofa ahnen. Lass mich doch deine Steuern zahlen. Lass mich für dich die Wimpern pinseln und auf dem Haierbettchen winseln, winseln, winseln. Ach, lass dich einmal nur berühren und deine schlanken Hüften spüren. Willst du heut Nacht mein Troubadour sein?
und vor mir niederknien, dann würd ich deine Wäsche waschen, von deinem Frühstücksteller naschen, würd dir beim Gurgeln in den Mund sehen und deiner Seele auf den Grund gehen, Grund gehen, Grund gehen. Ach, lass mich deine Rippen spüren und dir beim Essen dich irgendwo berühren. Lass dir ein Haierliedchen singen, dass du besser träumen, dass du besser träumen, dass du besser träumen könnt. Merci beaucoup. Vielen Dank. Dankeschön. Und jetzt, glaube ich, kommst du, lieber Thomas. Ich weiß nicht, welches dein Mikrofon ist. Ich gehe nach hinten ab. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und wir gehen dann mal zusammen schwimmen. Ja, das war nochmal ein ganz herzliches Dankeschön an Waltraud Ehlert und Esther Münch. Herzlichen Dank für diese wunderbare Einleitung. Bei solchen Eröffnungen neige ich dazu, über das neue Projekt immer schon so viel zu erzählen, auch an technischen Details, dass für die, die das eigentlich erzählen wollen und sollen, nicht mehr so ganz viel überbleibt. Ich habe mir ganz fest vorgenommen heute, Herr Rost, ich versuche diese ganzen Techniksachen und das, was hier mit dem Bauen zu tun hatte für Bull of the Box, nicht zu erzählen. Und dann erzählt Esther Münch die Hälfte von dem, was ich mir vorbereitet hatte. So, jetzt muss ich mal gucken, wie ich das mache. Also, mir geht das übrigens ganz ähnlich. Wenn man ins Freibad geht, dann ist das ja wirklich was, was sich ins Herz eingebrannt hat, auch ins Bauchgefühl eingebrannt hat, und zwar über ganz, ganz lange Zeit, im Regelfall aus der Kindheit. Und zwar völlig egal, ob man als Erwachsener auch regelmäßig dahin geht oder nicht. Und ehrlich gesagt, neben den Pommes, lieber Esther, dem Sonnenschein, dem Geruch von Chlor, nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig, dem Sprung ins Wasser, gibt es bei mir noch, ich weiß nicht, wie es dir geht, ist natürlich umwelttechnisch überhaupt nicht gut. Diese langen Brausestäbe, kann man sich da noch dran erinnern, die man so aufmachen muss, die dann immer verklebt haben, wo die zweite Hälfte nicht rauskam, man wieder irgendwie zwischengebrochen hat, aber irgendwie kriegte man es hin, oder Schleppmuscheln früher. Gibt jede Menge so schöne Erinnerungen, die jeder und jede irgendwie hat an die Zeit. Ja, sicher, oder? Ja, sicher ist ein schöner Ruhrgebietssatz. Das sind so die Erinnerungen, die man schlicht und ergreifend an Freibad hat und die eben auch so ein Sommergefühl ausmachen. Und insofern völlig richtig, das muss schon ein verdammt warmer Winter sein. Das ist ein Sommerfreibad und deswegen finde ich auch die Idee mit den Wagenangeboten, sozusagen im Streetfood, auch eine ausgesprochen gute. Überhaupt keine Frage, dass Freibäder im Sommer, wenn es einen richtigen Sommer gibt, ohne jede Frage eben ein ganz beliebtes Angebot für Aufenthaltsorte sind im Sommer und dass man dort wirklich viele gute Dinge, nämlich Spaß und Bewegung, Sport und Chillen, wie meine Kinder sagen würden, auf der Liegewiese ganz wunderbar vereinen kann. Und wenn ich hier heute hingucke, dann nochmal einen Riesenapplaus an alle, die hier das möglich gemacht haben, dass das schon richtig nach Freibad aussieht. Das sind nur noch ganz wenige Rasenstücke, die jetzt in Ahrweiler verlegt werden mussten und uns deswegen hier fehlen. Aber ansonsten ist das hier wirklich vollständig und sieht schon toll aus. Und ich denke, es sind noch ein paar Wochen, bis man auch alles richtig benutzen kann. Und im nächsten Jahr wird es ganz hervorragend sein. Also ein Riesenapplaus an all diejenigen, die das hier möglich gemacht haben. Bäder insgesamt sind in einer Stadt sowohl für das Thema Sport, aber auch für das Thema Freizeit und Erholung durchaus von großer Bedeutung, sind unverzichtbar, sind aber auch kostspielig. Und die sind kostspielig im Betrieb, gerade dann, wenn man alte Technik hat, dann sind sie im Betrieb ganz besonders kostspielig. Sie sind aber auch ganz besonders wichtig, weil die Hälfte der 10-Jährigen und knapp 50% der Erwachsenen nicht mehr richtig schwimmen können. Das heißt, es ist nicht nur eine Frage, Wasserfläche anzubieten, sondern auf der Wasserfläche auch Angebote zu machen, damit wieder mehr Menschen schwimmen können, schwimmen lernen und wenn sie schwimmen können, auch Spaß haben und unsere Bäder benutzen, was wiederum hilft, die Wirtschaftlichkeit zu erhöhen. Und genau an der Stelle, wir haben ja auch so eine Kernaktivität der Bochum-Strategie, Schwimm mit, machen wir im Moment gemeinsam mit den Wasserwelten, den
Vereinen in Bochum, die sich um Schwimmen kümmern, wirklich viele neue, tolle Angebote. Und neben dieser Schwimmausbildung muss eben auch die richtige Infrastruktur vorhanden sein. Und ich glaube, das wird eben mehr angenommen, wenn die auch attraktiv gestaltet ist und modern daherkommt. Und ich finde, das kann man hier sehen. Ich finde, das ist ganz toll geworden. Ich freue mich, dass Bochum-Werne jetzt ein rundum modernisiertes, das modernste und familienfreundlichste Freibad mit Wasserbecken wirklich für jeden Bedarf in Bochum hat. Herzlichen Glückwunsch nochmal an all diejenigen auch, die Vertreter hier aus dem Ortsteil sind. An der Stelle möchte ich an der Spitze begrüßen ganz gerne die Bezirksbürgermeisterin Andrea Busche. Lieber Andrea, schön, dass du da bist. Und auch alle anderen, die hier im Bezirk, aber auch im Rat, im Aufsichtsrat der HVV an verschiedenen Stellen mitwirken, dass die Wasserwelten die Unterstützung bekommen, die investiven Mittel bekommen, um ein Bad so umzugestalten, wie wir das hier sehen können. An der Stelle auch nochmal herzlichen Dank an alle Aufsichtsratsmitglieder von der Arbeitnehmerseite, von der Gesellschafterseite, die Kolleginnen und Kollegen im Rat, die das den Defizitausgleich zur Verfügung stellen, was ja auch nicht so ganz unentscheidend ist, damit man das Ganze machen kann. Herzlichen Dank an all diejenigen über die Parteigrenzen hinweg, die in diesem Thema so eine große Einigkeit gezeigt haben, dass die Frage, gibt es ein neues Bad in Werne, nicht mit vielleicht, sondern mit einem klaren Ja beantwortet werden konnte. Herzlichen Dank aber auch an die Kolleginnen und Kollegen bei den Wasserwelten selber. Ich will das kann er ja gleich nicht selber machen, an der Stelle ganz besonders nochmal ein Dankeschön an Herrn Rost sagen, weil der ist sozusagen nicht nur in die Wasserwelten und ins Wasser, sondern auch in dieses Projekt gesprungen, auf halber Strecke. Ich glaube, da gab es auch noch eine ganze Menge Sachen, die dann nochmal ein bisschen neu geordnet werden mussten, um wirklich pünktlich zu einem guten Ende zu kommen. Und er konnte sich eben, glaube ich, wirklich auch auf ein tolles Team bei den Wasserwelten verlassen. Wir haben ja auch ein bisschen Geschichte gemeinsam, um das hier alles zu organisieren. Und das ist ein ganz tolles Team, was wirklich anpackt und große Freude daran hat, den Menschen diese Freude in unserer Stadt zu bieten. Und ich denke, es ist auch eine Wertschätzung den Kolleginnen und Kollegen gegenüber, immer modernere Arbeitsumgebungen zu bekommen, in denen auch das Arbeiten mehr Spaß macht. Insofern nochmal herzliches Dankeschön an die, die das möglich machen und an die, die es zur Verfügung stellen. Und ich bin mir eben auch sicher, es geht um moderne Angebote. Es ist auf der einen Seite immer die Frage, wie sind die verteilt über so ein Stadtgebiet, aber es geht eben dafür, dass sie akzeptiert werden und wirklich genutzt werden, auch darum, wie sehen sie aus, wie muten sie an und was hat dann auch die Zugkraft. Und wir haben ja gestern den Ostflügel und den neuen Haupteingang des Rathauses eröffnet. Das ist in den 50er Jahren wieder aufgebaut worden. Und wahrscheinlich ist selbst die Formulierung und danach ist nur das Nötigste gemacht worden, noch eher euphemistisch. Also ist das Nötigste gemacht worden. Also das ist ja teilweise immer noch zweiadrige Verkabelung im Haus. So, das heißt, da haben wir wirklich grundständig saniert, modernisiert und auch wirklich einen Innovationssprung gemacht. Und ich glaube, das ist auch das, was man tun muss, wenn lange in Infrastruktur, und das können wir an vielen Stellen in Bochum beobachten, nicht ausreichend investiert wurde. Und wir haben Bäder. Die sind eigentlich alle aus den 60er und 70er Jahren. Und wer 60er und 70er Jahre, vor allem 70er Jahre Architektur kennt, die Art der Baumaterialien, weiß auch, wie problembeladen das gerade in diesen Zeitfenstern war und was oftmals die Konsequenzen daraus sind. Und deswegen tun wir, glaube ich, gut daran, im Moment uns darauf vorzubereiten, auch strategisch zu gucken, wo wir das machen und wie wir das machen, die Bäderlandschaft in Bochum auf ein wirklich nutzeroptimiertes, modernes, attraktives und den Nutzerzahlen auch entsprechendes Angebot zu strukturieren. Und ich glaube, am Ende dieses Prozesses freuen wir uns alle, wenn wir die Bäder, die in Bochum der Bevölkerung zur Verfügung stehen, in einem tollen Zustand auch entsprechend präsentieren können. Hier gab es ganz besondere Herausforderungen. 30er Jahre Bauwerk, ist schon gesagt worden. 2019 Absackungen, Schäden an der Anlagentechnik. Wir konnten aus Sicherheitsgründen nicht mehr weitermachen. Und ich weiß, welche Verunsicherung es im Stadtteil gab. Und ich freue mich, dass alle, die hier Unkenrufe hatten, jetzt eines Besseren belehrt sind und wissen, wie man sich auf die Worte aus der Politik dann auch verlassen kann. Wenn es heißt, es wird neu gebaut, dann wird auch neu gebaut. Und die Wasserwelten Bochum als Betreiber der Hallen und Freibäder planen ja auch die erforderlichen Reparaturarbeiten, hier auch in Zukunft so durchzuführen, dass wir ein schickes und spannendes Bad haben. Irgendwas wird ja immer sein. Hier ist eine Menge Neues passiert mit den Edelstahlbecken, energiesparende Technik. Da wird gleich bestimmt noch mehr zu gesagt. Das neue Empfangsgebäude, was ich wirklich optisch ganz hervorragend finde, was wir auch in der Bauweise
wo ich bestimmt gleich auch noch was drüber höre, weil Put of the Box, der Generalübernehmer ist ja, Übernehmer ist richtig, ne, in dem Fall, glaube ich, ja, ist jetzt ja auch hier und wird da gleich auch noch ein bisschen was zu sagen. Und wenn man sich hier umguckt, freuen wir uns, glaube ich, alle gleich, uns einmal gemeinsam diesen Standort ein bisschen näher anzugucken. Also nochmal herzlichen Dank an die Wasserwelt und alle Beteiligten, die nach Kräften alles gegeben haben, diese attraktive Bereicherung des Bochumer Ostens. Und wenn man sich das Unwetter und die Corona-bedingte Baustoffknappheit und all diese Sachen anguckt, trotzdem noch in diesem Sommer fertig zu bekommen. Und ich bin mir ganz sicher, jetzt, wo das Bad fertig ist, kommt auch der Sommer. Viel Spaß dabei. Ja, dann auch von meiner Seite ein ganz herzliches Willkommen. Sie dürfen mir glauben, ich freue mich und mir ist der ein oder andere Stein vom Herzen gefallen, dass wir hier heute stehen und das Bad einen Zustand hat, der sich echt sehen lassen kann. Ich habe natürlich schon diverse Rundgänge hier gemacht. Ich finde es einfach super, was hier in so kurzer Zeit entstanden ist. Ich freue mich riesig natürlich, dass wir die Möglichkeit haben, überhaupt hier ein neues Freibad zu bauen. Ich glaube, es ist wirklich gut für Werne und auch für Bochum. Und die Idee, das, was hier entstanden ist, war wirklich komplett neu. Ein Freibadgebäude in moduler Bauweise zu bauen, ich erzähle jetzt nicht so viel, sonst bleibt wirklich nichts über, aber das ist komplett neu und ich fand es extrem beeindruckend, weil dieses Gebäude, was hier eine unfassbare Breite hat, vorgefertigt wurde in Hallen und dann mit Tiefladern angeliefert wurde und mit Kränen sukzessive wie Legosteine aufgebaut wurde. Und dann natürlich weiterentwickelt wurde. Das ist für mich der Hammer. Und wenn ich mir angucke, wie toll das geworden ist, dann ist das ein Beweis, dass das Konzept auf jeden Fall schon mal funktioniert hat. Die Idee war also gut. Pool Out of the Box ist Generalübernehmer. Die Wasserwelten sind der Bauherr. Und dann hatten wir nur ein Problem. Wir hatten nämlich einen Projektleiter mit dem wunderschönen Namen Edward A. Murphy. Den kennt der eine oder andere. Der hat sich mal um so ein paar Lebensweisheiten über Fehlerquellen gekümmert oder auch Murphys Gesetz. Der hat uns begleitet, den haben wir nie eingeladen, den haben wir auch nicht beauftragt. Aber bis gestern war der Sauhund da und hat uns immer wieder Stöckchen in die Beine geschmissen und manchmal sogar ganz schön große. Das ging im Grunde direkt in diesem Jahr los. Letztes Jahr war der Abriss und in diesem Jahr wollten wir dann sukzessive langsam anfangen. Und natürlich ist erstmal Bodenbewegung angesagt. Und wenn es dann mehrfach schneit, wenn dann Dauerregen ist, dann ist das für Bodenbewegung nicht witzig. Der Boden ist schwer, das war echt eine Plackerei hier, überhaupt irgendwas zu machen, die Außenanlagen zu gestalten und die Möglichkeiten zu schaffen, hier eben das neue Bad aufzustellen. Herr Eisler hat gesagt, das Team Wasserwelten haben wir noch gewechselt, einmal komplett durchgewechselt, auch was die Betreuung hier angeht. Und dann mussten wir kämpfen mit Materialknappheit. Sie sehen hier das Technikgebäude gar nicht, in den Pumpen, Kompressoren und so weiter sind. Das ist nämlich hinter dem Aufsichtsgebäude und zwar unterirdisch. Das wurde natürlich sukzessive aufgebaut. Nur wenn dann kein Stahl da ist und Beton auch was Knappes ist, dann wird es schwierig, da eine Decke drauf zu packen und da irgendwie weiterzumachen. Auch das hat uns ein paar Schwierigkeiten gemacht. Naja, das Gebäude, habe ich gesagt, hat super funktioniert, Ende Mai. Und dann war uns irgendwann auch klar, dass mit Rasen einsäen, denn so war die Idee und da hinten haben wir es auch gemacht. Sie sehen es, es braucht noch ein bisschen, aber auch dann wird der Bereich da sein. In Summe, das wird nichts werden, also haben wir auf Rollrasen umgestellt. Guter Dinge, standen wir dann am 29.06. hier beim Unwetter. Das Technikgebäude war abgesoffen, 1,20 Meter Wasser drin. Und dann war das wieder eine Teamarbeit von ganz vielen Kolleginnen und Kollegen, den Schlamm da rauszuholen, die Pumpen auseinanderzunehmen, zu reparieren, Kompressoren zu ersetzen. Es ist einiges kaputt gegangen. Der Murphy war irgendwie immer da. Das zweite Unwetter hat dann noch Schäden an den Bodenblechen des Nichtschwimmerbeckens hier hinten bereitet. Auch das haben die Kollegen dann wieder beigefixt, damit es irgendwie weiterging. Und zum Schluss, Ende Juli, hat uns dann noch der Anlagenbauer, also der hier auch Bodenarbeiten gemacht hat, ja, wie formuliere ich es, hat uns hängen lassen, ist, glaube ich, die richtige Formulierung. Er konnte nicht mehr, er wollte nicht mehr. Er hat die Flügel gestreckt und dann waren zwei Firmen da
Da hinten steht der Engers von der Firma Pietz. Das ist eine Firma, die eingesprungen ist. Firma Kaiser hat mitgemacht, sofort geholfen. Daumen ganz nach oben. Vielen Dank. Sie sehen also, von der Idee ist eine Menge passiert und dieses Projekt war wirklich so geprägt, dass über Lösungen nachgedacht wurde. Ärmel hoch, kriegen wir irgendwie hin, immer und immer wieder. Ich möchte einfach, um ein Gefühl zu geben, mal erzählen, wie viele Gewerke hier aktiv waren und immer noch sind. Es geht beim Architekten los, hier vorne steht da Statiker, Prüfstatiker, Elektroplanung, Heizung, Sanitär, Klima, Planung. Der Modulbau, wir haben das Gebäude, der Holzbau, Schreinerei, Rohbau, Tiefbau, Elektrik, Heizung, Lüftung, Sanitär in der Umsetzung, Bäderbau, Wassertechnik, Garten, Landschaftsbau, Energie- und Wasserversorgung, IT, TK und natürlich Projektmanagement und ganz viel Koordination und im Reinigungsdienst, liebe Walli, will ich natürlich auch nicht vergessen. Und viele, viele andere, das war vom ersten Moment an Teamsport. Und das Ganze in unter 9 Monaten. Vor einem Jahr hatte der Architekt noch gar keinen Auftrag. Wenn man mal sein Ohr in die für mich ja auch neue Branche hält, dann kriegt man so Zahlen wie, naja, normalerweise wird sowas in 2 bis 3 Jahren gebaut. Bei uns waren es 9 Monate. Und jetzt würde ich mit Ihnen gemeinsam gerne diese ganze Geschichte in die Anekdotenkiste schieben. Unter dem Motto, weißt du noch, als wir das Freibad Herne gebaut haben? Und dann machen wir die zu. Und gucken, Werne. Und dann machen wir die Kiste zu, schreiben vielleicht noch Pleiten, Pech und Pannen drauf und freuen uns einfach, was hier entstanden ist. Das Hauptgebäude schirmt natürlich auch ein Stück weit von der Straße ab. Umkleiden sind drin, Sanitäranlagen, die Kasse ganz vorne. Wir haben ein 50-Meter-Becken, das Sportbecken in Edelstahl, alle Becken sind in Edelstahl. Das Nichtschwimmerbecken hier im Hintergrund mit einigen Attraktionen und für die ganz Kleinen hier hinter den Bäumen dann auch noch ein Kleinschwimmbecken. Die Liegewiesen sind natürlich riesengroß, das finde ich absolut beeindruckend, auch die Lage. Und wir haben zusätzlichen Fußballfeld, einen Beachvolleyballplatz, eine Matschecke, also auch da einiges, was noch Spaß macht, wenn man hier den Tag verbringt. Alle Becken sind aus Edelstahl, das hält lange, das ist hochwertig. Die Breitwellenwasserrutsche haben wir natürlich auch wieder mit eingebunden fürs Erlebnisbecken. Das Kleinkinderplanschbecken hat 2 Ebenen, auch da noch ein bisschen was an Attraktionen, Wickelraum dahinter. Ich glaube, wir haben, ich sag mal, an fast alles gedacht. Ein bisschen Luft ist immer noch. Leider war der Baumbestand auch wichtig, weiterhin geschützt und da haben wir darauf geachtet, Neupflanzung, ein bisschen Beschattung gehört natürlich auch dazu. Die letzte Woche war tatsächlich nochmal ein Husarenritt, das Wetter hat nicht wirklich mitgespielt, aber der Rollrasen liegt so, wie er verfügbar war und wir haben, wie ich finde, ein tolles Ergebnis. Das Team, ganz viele Unternehmen, ganz viele Menschen haben hier echt ein tolles Ergebnis hingelegt. Und damit das neue Bad jetzt auch ein bisschen länger nutzbar ist, als eigentlich die Freibadsaison ist, sie würde ja im Normalfall am 31.08. enden, machen wir per se schon mal bis Mitte September auf. Und wir haben Solarmatten oben auf dem Dach, können also ein bisschen mitheizen. Ich hoffe, dass das Wetter uns das erlaubt, dann auch bis Ende September hier aufzumachen, sodass die Werner und die Bochumer Bürger dann hier auch wirklich ein bisschen Spaß haben können. Ja, und wenn ich Werne, die Buchstaben, nochmal anders interpretiere, dann komme ich auf Wasser, Erlebnis, Rutschen, neu und nass und natürlich Eröffnung. Danke Ihnen. Also ich habe meine 18 vorbereiteten Punkte, die ich mir so notiert habe, die ich sagen möchte, in Gedanken runtergestrichen auf vielleicht noch einen, weil meine Vorredner praktisch alles angeschnitten und angerissen haben, was ich sagen wollte. Deshalb stecke ich den Zettel jetzt weg und erzähle einfach kurz über unsere Firma Pool Out of the Box. Wir sind vor 6,5 Jahren gestartet als junges Unternehmen und haben gesagt, in der Bauwirtschaft muss sich was tun. Da tut sich was überall, nur nicht im Schwimmbadbau.
Im Schwimmbadbau ist ja das modulare Bauen, das Modulraum bauen, was ein großer Unterschied ist, was sehr wichtig ist zu sagen. Modular bauen tun viele, aber Modulräume in Modulräumen bauen machen nicht so viele und vor allem im Schwimmbadbau macht es noch überhaupt niemand. Und gerade da, das ist jetzt ein individuelles Gebäude, aber später bei Hallenbädern, 25 Meter, vier Bahnen, ist es immer das gleiche Raumprogramm. Und da würde es ja Sinn machen zu sagen, da stellt man um auf modulares Bauen. Warum modulares Bauen oder Modulraum bauen? Wir können in der Zeit, wo das Gebäude gebaut wird, genauso wie hier das passiert ist, das Gebäude wird bereits gebaut, wo hier die Baustelle noch voll im Gange ist. Es ist keine Bodenplatte da, es ist nichts da, wird alles hier gemacht. Beim konventionellen Bauen muss man immer erst warten, bis alles fertig ist, dann können die Bauarbeiten oberhalb stattfinden, dass Gebäude gebaut werden. Im Modulraumbau findet es parallel statt und dadurch spart man Zeit. Man spart aber nicht nur Zeit, sondern durch das, dass die Modulräume in einer Halle gebaut werden unter immer den gleichen Bedingungen, können wir uns ja vorstellen, dass das ein ganz anderes Arbeiten ist als auf einer Baustelle bei Wind und Wetter. Wind und Wetter haben wir abgehakt, reden wir nicht mehr drüber. Das hatten wir hier. Ihr wohnt ja alle hier in der Nähe, habt ja mitgekriegt, das war kein Spaß, aber gut. In der Halle gibt es sowas nicht, das heißt, alles, was da gebaut wird und zusammengebaut wird, kann unter höchsten Qualitätsstandards stattfinden und spart einem nachher die Zeit, das wieder nachzujustieren. Zum Beispiel, große Teile unserer Technik können, ich muss jetzt hier sagen, hier ist es individuell, weil wir den Pumpenraum da drüben haben und hier ein freistehendes Gebäude, aber für später, ich erzähle ja jetzt von meiner Firma, weil alles andere wurde ja erzählt, können die ganzen Technikgebäude bereits fertig gemacht werden. Die Wassertechnik ist dann fertig in den einzelnen Modulen, kann da abgedrückt werden und alles ist vorbereitet und kommt auf die Baustelle. Das spart also auch nicht nur in der Herstellungszeit, sondern auch nachher in der Betriebnahme. Wir sind ein junges Unternehmen, aber da das mit jungen Leuten nicht nur so richtig funktioniert, braucht man Exklusivpartner. Wir haben Exklusivpartner am Start, wir haben uns die Besten der Besten geholt. Das fängt an mit der TGA-Planung von Kannewischer. Da wird geachtet auf höchste Energieeffizienz und im Hallenbadbau auf höchste Wohlfühlatmosphäre hier, dass alles passt gemeinsam mit der Wassertechnik Wertheim, mit den Wassertemperaturen, mit der Wasserqualität und so weiter. Dann haben wir uns die Besten der besten Architekten geholt, die einen Preis nach dem anderen im Schwimmbadbau gewinnen. Vier Architekten aus Stuttgart. Der Herr Tillmanns, das ist der Radfahrer von vorhin, ist da. Der steht Ihnen Rede und Antwort, wenn Sie Fragen haben. Neben ihm steht der Brustschwimmer, das ist der Herr Josef Lastig von Zeller Bäderbau. Der erklärt Ihnen, wenn Sie es erklärt haben wollen, die Edelstahlbecken und die Wassertechnik, was da dazugehört. Von der Firma Zeller Bäderbau, seit knapp 30 Jahren am Start, ein Familienunternehmen, die Edelstahlbecken bauen. In Österreich steht das älteste Edelstahlbecken, das ist dieses Jahr 50 oder 51 Jahre bereits alt und das wird nochmal so alt. Es gibt kein Fliesenbecken nirgends auf der Welt, was mit den ersten Fliesen so lange durchgehalten hat. Wenn ihr also darauf aufpasst, dann habt ihr das die nächsten 100 Jahre. Kein Witz. Dann kommt die Wassertechnik Wertheim dazu. Das sind immer die, von denen man nichts sieht. Das ist alles da hinten im Pumpenraum unterirdisch, dass es leise ist. Die Pumpen machen manchmal ein bisschen Lärm. Da haben wir gesagt, wir machen die weg von den Bewohnern hier und haben die da hinten hinterm Schwimmmeisterraum unter der Erde versinkt. Deshalb wurden sie dann auch zugeschüttet, als es so geregnet hat. Aber das haben wir ja alles schon abgehakt. Und da hinten in dem hinteren Raum, in dem hinteren Gebäude stehen die großen Filter. Wenn man noch nie sich damit auseinandergesetzt hat, wie ich vor ein paar Jahren oder vor vielen Jahren, das glaubt man ja nicht, was es braucht, dass hier klares Wasser drin ist. Vor allem, wenn nachher mal 1000 Leute schwimmen, dass dieses Wasser noch so ist, wie wir es alle haben wollen zum Schwimmen.
Sie sind also eingeladen zu fragen, dann können wir Ihnen nachher da unten mal zeigen und hier zeigen, wer Interesse hat, was da dazugehört. So, und jetzt schließe ich trotzdem noch kurz den Bogen zu dem, was wir hier erlebt haben, einmal noch und bedanke mich bei allen Firmen hier, allen, die da sind, allen, die nicht da sind, für das, wie wir gemeinsam das hier ja, zustande gebracht haben zum Schluss. Es war manchmal lustig, manchmal war es nicht lustig und manchmal war es nicht nur nicht lustig. Das kann ich Ihnen sagen. Ich fahre nachher in Urlaub, weil jetzt ist wirklich gut. Genießt euer Bad und ich hoffe, das Wetter bleibt ein bisschen so, dass man jetzt noch ein paar Tage schwimmen kann wenigstens. Und richtig schön wird es dann nächstes Frühjahr. Danke. Wir können das natürlich alles nicht wieder gut machen, aber der Mann hier hat am meisten gelitten. Joachim Meyer, Pull Out of the Box. Ich glaube, du hast eine Menge gerockt, wir haben zusammen eine Menge gerockt. Herzlichen Dank. Tolle Zusammenarbeit. Super Projekt. Danke. Ja, heute die Freibad-Eröffnung in Bochum-Werne. Es ist sehr schön geworden. Wir haben jetzt das modernste Bad in Bochum-Werne mit Edelstahlbecken, die laut Angabe 100 Jahre halten sollen. Es ist ganz schön geworden und ich finde es gut, dass es dieses Jahr noch funktioniert hat. Thank you.